Bringen wir mal alles. Mal so ein bisschen ab. Ich habe noch Inseln, da geht es ins Meer hinein. Da mitten im See ist nichts. Ah, hier können wir nur mit dem Vogel hin. Das ist oben drauf. Erstmal so umschauen, das ist immer wichtig. Eine Mini-Medaille. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter lang. Hooligant und Greifvogel, okay. Das heißt, die könnten vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen. Das heißt, ich rufe das Team mal. Weil eventuell machen die jetzt bitte eine Kombi-Aktion. Ich würde das feiern. Zeifungsschlag auf die Hand, ey, weiß ich, platze eine. Und ich meine, in echt macht dieser Golem einen Angriff auf deine Hand, die ist matsch. Die existiert da nicht mehr, die Hand. Zeifungsschlag. Selbst wenn auf deine Hand geht, ist sie schon gebrochen. Weil er so fette Füße hat. Jetzt eine Stufe höher und dann ist auch nichts mehr, ne? Aber die halten noch nicht viel aus, anscheinend. Ah, das sind sich braucht definitiv Mana. Oh, das kriegen wir auch hin. Immer der Verbrauch wieder aufzuhängen mit dem Pen. Greift doch nicht immer an, da. Haut doch ab. Aber meine Ohren. Na, irgendwann, wenn man zu viel aufnimmt oder das Headset zu lange auf hat, dann druckt es etwas. Bricht man einmal, dann ist es schon wieder okay. Ach komm, sterb doch bitte. Ganz harmlos du, danke. Komm, warum kann hier oben nicht noch was sein? Da ist eine Schatztruhe. Ogar-Schild. Das Ogar-Schild wird auch noch verwendet. Ogar-Schild, Ogar-Schild. Schilde. Ogar-Schild. Haben wir irgendwo das Ogar-Schild? Nö. Nö, nö. Dann ist es nicht schlimm. Maus wird angezeigt. Blöde Maus. Also ich klicke da schon drauf. Wieder bitte nach oben. Das Ogar. Ein massives Schild, das Schäden durch. Okay. Koch. Mann, praktisch. Kocht man diesen praktischen Schild aus. Okay. Lecker. Sehr, sehr lecker. Aber da sicher. Jetzt gehen wir nochmal drauf. Ablegen. Ausrüsten. Dreh dich. Ah, sieht gut aus. Ist gekauft. Neue Runde. Ne, wir teleportieren uns jetzt nach. Zu Anfang statt. Ins Anfangsgebäude müssen wir rechts, glaube ich. Rechts, ne? Ne, wo ist es denn? Ah, da hinten. Falscher Eingang. So. Hallo. Einmal Eier machen, bitte. Ja, aber nach 12. Ja, 12 gut, ist gut. Wir haben schon wieder 5000 zusammen, das sind 18000, die wir wieder auf der Bank hätten. Zahl dann 4000, ein halber oder so. Ist schon okay. So, benutzen. Ich, keiner interessiert sich, dass ich fliegen kann und einfach so weg bin, aber. Warum denn auch? Warte mal. Können wir hier drauf landen? Ich würde das feiern. Ah, da. Man kommt da sogar bestimmt hin.
halt 4 Stück Käse, 2 Stück frischer Käse und 2 Stück himmlischen Käse. Geil. Sind wir denn jetzt hier? Auf dem Berg, okay. Gehen wir mal runter. Bestimmt jetzt uninteressanter Monster, oder? Ja. Delete. Scheint aber nichts mehr Interessantes zu sein. Weiter geht's. Also langsam kommen wir mit allen Punkten. Ah, falsche Karte wollte ich nicht. Ich wollte wieder fliegen benutzen. Auf, auf und davon! Super Saiyajin! Das. Ne, ich war da nicht drauf. Definitiv nicht. Ja. Jetzt schauen wir mal. Dass wir da drauf kommen. Vasen. Mini-Medaille. Yggdrasil Blatt. Okay. Ah, hier werden vielleicht extra ein paar höhere Monster sein. Das geht. Ja, dann holen wir dennoch das Monster-Team. Ich habe ja mal wieder volle Mana. Wie so ein Karate-Kämpfer. Stein kaputt. Auch ready. Oh, die gehen eigentlich. Da haben wir ein Monster, was ich sehe. Aber wenn so Monster an solche Stellen sind, sind die vielleicht gut. Muss aber nicht heißen, dass sie wirklich gut sind. Das ist jetzt nur so eine Behauptung. Paradiesvogel ist natürlich aus Impyra. Oder Impyra-Chu. Impyra-Chu. Auf jeden Fall aus der Stadt und wo Impyra ist. Oder zum ersten Mal getroffen haben. Ist besiegt, wir kriegen Geld und Erfahrungspunkte und da ist eine Biene. Ah, das wird eine. Na, die wird nicht viel haben. Er vergräbt alles. Okay. Wenn es rein und gut war, dass er sogar wie Ungeheuer fallen an die Pfanden. Was? Okay, gerade angreifen. Weil Adi nix wissen, was der meint. Warum machen die nicht so einen Doppelangriff? Ist gerade ein bisschen schade. Schlag. Der blaue eigentlich im Verzweiflungsschlag? Ich hätte nicht drauf geachtet. Lässt du bitte meinen Bruder frei? Na gut, dann machen wir halt schnelle Angriffe. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ah. Schatz. Meine ich glaube, das war der Ort, wo wir bestimmt noch hin müssen. Er würde.
Der Erbe des Hexers, Meister